Ein sportliches Hallo zu einer weiteren Ausgabe vom Sportbazar Magazin. 5 Wochen ist es her, dass wir das letzte Mal eine Frau in der Sendung hatten. Viel zu lange, wie ich finde. Deswegen sprechen wir heute unter anderem, auch aus gegebenen Anlass, über einen reinen Frauensport. Aber keine Angst, liebe männliche Sportfreunde, natürlich blicken wir auch zurück auf Männersport in der vergangenen Woche. Und wenn ich wir sage, meine ich einmal mehr Frank Schober, LVZ-Sportchef, der Guido nochmal ersetzt, der sich entschuldigen lässt. Genau. Frank, schön, dass du da bist. Und ich grüße dich, hallo. Mal, ja, zurückblickend war es ja eine erfolgreiche Sportwoche, oder? Stichwort Icefighters, Chemie. Ja, Icefighters hatten wir ja letzte Woche thematisiert, dass die endlich mal wieder dran sind mit dem Sieg. Ja. Ich habe dann spaßeshalber zu unserem Eishockey-Mitarbeiter gesagt, ich glaube, die gewinnen kein Spiel mehr dieses Jahr. Aber es war wirklich aus Spaß, weil wir dann überzeugt waren, dass es dann klappt. Weil wir haben wochenlang immer gesagt, diesmal muss es, diesmal muss es. Und wir haben die richtige Strategie gewählt. Es hat geklappt. Ja, genau. Und es war eben ein dreckiger Sieg, 2-0. Da muss man die Defensive stehen. Ja. Und haben sie gut gemacht, die Jungs. Ja. Und Chemie setzt jetzt nochmal voll an zum Ziel Klassenerhalt, oder? Zweiter genau. Sieg in Folge, der erste Auswärtssieg überhaupt. Genau. Die können sie jetzt auch auswärts. Sie können auch Tore schießen. Ja. Einige Spieler entwickeln Goalgetter-Mentalität. Und das ist eigentlich jetzt wirklich ein gutes Umbruch für die nächsten Wochen. Jetzt muss man dranbleiben. Wenn man so eine kleine Serie hat, muss man die einfach versuchen auszubauen. Ne? Und letzte Woche hast du angesprochen, die Plätze in Brandenburg. Ja, da findet das Spiel von Chemie statt und prompt fällt das Heimspiel von Lok Leipzig aus. Ja. Die haben jetzt seit fast 4 Wochen kein Spiel mehr gehabt. Ja, nur immer Testspiele oder ein kleines Turnier. Der Heiko Scholz hat so einen Hals deswegen. Ja. Aber man kann es nicht ändern. Man muss eigentlich hoffen, dass es jetzt wirklich nochmal losgeht. Jetzt spielen sie in Berlin am Wochenende. Ja, das ist wieder Victoria. So eine Sache. Letzte Woche hat BFC Berlin, also eine Berliner Truppe, als erstes das Spiel abgesagt. Und nun muss man hoffen, dass Berliner AK mal einen spielfähigen Rasen hat. Ja. Oder weiß nicht, ob Kunstrasen dort möglich ist. Zum Thema RB, die ja gestern in der Europa League zum Rückspiel gebeten haben gegen den SSC Neapel, hat Guido uns wieder einige Grußworte zukommen lassen. Wie heißt es so schön? Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und ja, RB Leipzig ist gestern nicht so hoch gekommen beim Springen und die Latte zitterte und sie wackelte gegen den SSC Neapel. 0-2 verloren, das war genau das Ergebnis, das noch ausreicht zum Weiterkommen in der Europa League. Ja, war kein tolles Spiel, aber wenn man in Neapel 3-1 gewinnt, kann man daheim auch mal ein bisschen dünner drüber gehen. Glückliches Weiterkommen. Jetzt müssen wir mal gucken, gegen wen sie spielen, die Roten Bullen. Ja, Gruß vom Kotterweg, euer Guido. Frank, jetzt ist es bei RB ganz schön eng getaktet, oder? Jetzt geht es ja am Wochenende gleich weiter. Genau. Ja, diesmal sind ja nur 3 Tage Zeit bis zum Spiel gegen Köln am Sonntag daheim. Das ist noch weniger Luft als letzte Woche, als zwischen Neapel und Frankfurt 4 Tage waren. Trotzdem hat Hasenhüttl gesagt, der Tank war leer, bei einigen zumindest. Mhm. Nun müssen wir irgendwie zusehen, dass der Tank in 3 Tagen sich füllt. Ja, und dann geht es ja bald auch gleich wieder weiter in der Europa League. Und Guido hat einen Kommentar zur Auslosung. Ja, es ist Zenit St. Petersburg geworden. Es hätte schlimmer kommen können. Nach Salzburg wollte man nicht unbedingt. Arsenal London war noch in der Verlosung. Also St. Petersburg in Russland, da wird es noch kälter als hier sein. Am 8. geht es erstmal hier in Leipzig zur Sache und am 15. dann in St. Petersburg. Die haben einen ganz berühmten Trainer, Robert Mancini, gut aussehender Typ, erfolgreich bei Galatasaray, Inter Mailand und als Trainer gearbeitet, als Spieler über 400 Ligaspiele für Sampdoria Genua. Guter Typ. Ja, die haben eine tolle Mannschaft. Die haben Celtic Glasgow 3-0 rausgeschmissen am Donnerstag. Ja, wird eine harte Nummer, aber RB ist nicht chancenlos. Danke. Und dann hast du letzte Woche unsere Mädels vom HCL so gelobt und angepriesen und dann haben die jetzt unter der Woche ein ganz unglückliches Ding erlebt, oder? Genau. Die haben ja sportlich ihre Sache wieder gut gemacht, haben jetzt mal wieder gewonnen letztes Wochenende und dann kam auf einmal aus heiterem Himmel ein Punktabzug daher. Ich glaube, am Dienstag war es, wo plötzlich eine kleine E-Mail kam, 2 Punkte Abzug für HC Leipzig. Nutznießer in dem Fall, SC Markranstädt, also der Ortsnachbar, der 2 Punkte dazu bekommen hat, weil nur ausgerechnet im Derby 2 Gastspielerinnen aus Röderthal, die das erste Mal für den HCL aufgelaufen sind, nun doch nicht spielberechtigt waren, obwohl die einen gültigen Pass hatten. Also gut, okay. Ja, also ich denke mal, dass da wieder mal im absolut Kleingedruckten von der Spielordnung irgendwas drinsteht, was letztlich zu dem Punktabzug geführt hat. Also wir vermuten, dass die Spielerinnen halt etwas zu alt waren für ein Zweitspielrecht. Und damit steht nun plötzlich Markranstädt vor Leipzig.
Also Leipzig hat jetzt plötzlich 12 Minuspunkte, Markan statt 10. Aber so ist das halt im Sport und beide werden es aber ganz schwer haben, da nochmal oben anzugreifen. Ja. Und außerdem hat gestern auch wieder der SC DRFK gespielt, war zu Gast in Berlin und was die Spieler zum Spiel sagen, das seht ihr jetzt. 24 zu 20 für die Füchse Berlin. Ein Endstand, mit dem die Handballer vom SC DHFK so gar nicht zufrieden sein können. Es ist die vierte Niederlage in Folge. Die Leipziger kämpfen hart gegen einen letztendlich überlegenen Gegner. Trainer Michael Biegler ist mit seiner Mannschaft trotzdem nicht gänzlich unzufrieden. Was uns gefehlt hat, war der Start in die zweite Halbzeit, so der 56-Jährige. Die Chancen waren da, aber um nochmal heranzukommen, haben wir nicht genug Qualitäten beim Wurf angeboten, erklärte der Leipziger Trainer weiter. Die Leipziger sind weiterhin auf Platz 8 der Tabelle. Als nächstes treffen sie zu Hause auf die Eulen Ludwigshafen. Ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten sollte dann möglich sein. Wir machen eine kurze Pause und stellen euch dann eine Sportart vor, die nicht nur Körperbeherrschung, sondern auch Gleichgewichts- und Rhythmusgefühl mit sich bringt. Um was es sich dabei handelt, das seht ihr nach einer kurzen Unterbrechung. Am Wochenende findet die zweite Vorrunde in der Regionalliga Ost in der rhythmischen Sportgymnastik statt. Ein Sport, bei dem ich ehrlich gesagt froh bin, dass ich nicht zum Probetraining eingeladen wurde. Ob es an meinem Unvermögen liegt oder daran, dass es sich dabei um einen reinen Frauensport handelt, kläre ich heute mit unserem Gast, der Meistergymnastin und Trainerin vom Turn- und Gymnastikclub Leipzig, Frau Janette Hagezeuge. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Frau Hagezeuge, sind Sie mal ganz ehrlich, liegt es wirklich am Unvermögen der Männer, dass rhythmische Sportgymnastik ein reiner Frauensport ist? Es ist ein sehr eleganter, weiblicher Sport. Und ja, die Mädchen sehen sicher auf der Fläche viel graziler und schöner aus als Männer. Wir haben halt auch schöne Kleidchen an, also es sind Wettkampfanzüge mit Röckchen. Ich glaube, die Männer würden da nicht so gut drin aussehen. Ich habe beim Training unter der Woche gesehen, ganz viele Mädels unterschiedlichen Alters. Gibt es das perfekte Alter, um mit der rhythmischen Sportgymnastik anzufangen? Wir fangen tatsächlich wirklich an in dem Alter zwischen 4-5 Jahren, wo man halt mit Kindern dann auch schon anfangen kann zu arbeiten. Also wir müssen halt auch vom Kopf her schon so weit sein, dass man sagen kann, die nehmen was auf und setzen was um. Rhythmische Sportgymnastik heißt ja nicht nur Körperbeherrschung, sondern auch der Umgang mit anderen Geräten. Ja. Mit welchen Tonen Sie dabei? Also wir haben die Geräte Seil, Reifen, Ball, Keule und Band. Okay. Das sind die Wettkampfgeräte, also nicht wie im Turn, den Stufenbahn, den Balgen, sondern wir haben die direkt in der Hand, die Geräte, und arbeiten mit denen in den Übungen. Also der Ball wird geprellt, gerollt, geworfen, gezwirbelt, Spezialisiert man sich irgendwann dann auf einen Gegenstand? Nein, die Mädchen haben meistens, also die Junioren und die Meisterklasse haben wirklich vier Handgeräte, die sie beim Wettkampf präsentieren müssen. Wie lange macht man diesen Sport? Weil wir sehen Übungen, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da könnte ich mein Leben lang trainieren. Ich würde das nicht ansatzweise so hinkriegen. Das muss doch auf die Lenke gehen. Also es ist ein sehr intensiver Sport. Die Mädchen müssen wirklich 5 bis 6, teilweise auch bis 7 Mal die Woche, 4-5 Stunden trainieren. Und die fangen, wie vorhin schon gesagt, an mit 4-5 an. Und ja, die meisten hören dann mit dem Abitur oder mit der Lehre oder mit dem Studium in der Richtung hören die auf mit dem Sport. Weil man ja nicht davon leben kann. Richtig. Also hier in Deutschland kann man davon nicht leben. Also die Mädchen wollen dann eine normale Ausbildung oder ein Studium anfangen. Und da ist dann meistens dafür keine Zeit mehr. Okay, verstehe. Aber am Wochenende wird Zeit sein für Wettkampf. Wann geht's da los? Der Wettkampf an sich fängt um 11 Uhr an. Es gibt zwei verschiedene Wettkampfkategorien. Einmal die erste und die zweite Liga. Das ist ein Leistungsunterschied. Also die einen machen das mehr auf Hobbybasis. Mhm. Das ist die zweite Liga. Und die erste Liga ist wirklich die Leistungsklasse, die wirklich ganz viel und oft trainiert. Sehr gut. Und wo findet das Ganze statt? Es findet in der Leppleistraße 11 statt, in der Volleyballhalle. Das ist die dritte Etage in dem Gebäude.
Wunderbar, Frau Hagezeuge, dann danken wir Ihnen für diesen Einblick einer Sportart, wo ich, ja, ich kann es nur noch mal erwähnen, froh bin, da nicht wirklich mal mitmachen zu müssen. Grandiose Sachen, die man da, glaube ich, ja, im frühen Alter schon erlernen kann. Und wir drücken Ihnen die Daumen und wünschen viel Erfolg fürs Wochenende. Vielen Dank. Frank, ansonsten haben sich die Wallbreakers sehr gefreut, dass wir ihr Turnier mal erwähnt haben und haben uns auch Material zukommen lassen. Ich konnte es mir nicht vorstellen, Baseball in der Halle. Was sagst du dazu? Naja, ist schon erstaunlich, wenn man das Material sieht, dass sie doch auf engstem Raum dort ihr Spiel aufziehen. Ja? Und das ist man ja gar nicht gewohnt, wenn man die Fernsehbilder oder so sieht vom großen Baseballfeld. Und dann ist natürlich auch die Deckenhöhe ein Problem in der Halle. Da werden also flache Bälle gespielt. Ja, ja, vor allem auch mit voller Wucht da. Also es hat so ein bisschen Ähnlichkeit von Squash, oder? Auf dem engen Raum mit den schnellen Bällen. Genau. Aber die Jungs haben sich schon gemeldet, dass wenn es wieder rausgeht, sie mich zum Probetraining einladen und dann bin ich mal gespannt, ob ich mit Baseball warm werde. Ich glaube, den Ball da zu treffen, ist schon eine Kunst für sich. Du kannst ja laufen. Ja, das ist wahrscheinlich. Oder vielleicht bin ich ja Fänger, wer weiß. Genau. Ansonsten, wenn ihr auch Videos oder Fotos für uns habt oder auch meint, dass euer Sport mal im Fernsehen besprochen werden sollte oder ich zum Probetraining vorbeikommen soll, dann meldet euch unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Ja, Frank, da stellt sich mir natürlich die Frage, ob du heute auch wieder einen Geheimtipp für uns hast. Unter der Woche hat sich plötzlich ein Geheimtipp aufgetan. Ja. Plötzlich kam eine Pressemitteilung von MBC, also vom Mitteldeutschen Basketballclub ins Haus, dass die in Leipzig ein Testspiel machen, immerhin auch gegen den Bundesligisten. Also wer mal wieder hochrangigen Basketball, hochklassigen Basketball sehen will, der sollte am Sonntag in die kleine Arena gehen, dann spielt der MBC gegen Würzburg, also zwei Bundesligisten. 16.30 Uhr geht's los. Aber es gibt auch weitere Sporthighlights am Wochenende in Leipzig und welche, das erfahrt ihr jetzt. Das kommende Wochenende steht unter dem Motto Sportlicher Sonntag. Denn neben der zweiten Vorrunde in der rhythmischen Sportgymnastik und dem Heimspiel von RB Leipzig gegen den 1. FC Köln finden am Sonntag noch folgende Sporthighlights in Leipzig statt. Um 13.30 Uhr ist Anstoß der Fußballpartie BSG Chemie Leipzig gegen den VfB Auerbach. Um 15 Uhr spielen die Handballer der SG LVB gegen USV Halle. Und um 17 Uhr treffen die Icefighters auf die Tilburg Trappers. Ja, Frank, das war's von uns. Man muss, glaube ich, aus gegebenen Anlass sagen, dass wir allen Sportlern nicht nur ein sportliches Wochenende, sondern auch ein gesundes Wochenende wünschen, weil bei der Grippewelle aktuell, da kann man ja wirklich nur sagen, gute Besserung an alle, ne, damit sie auch wieder sportlich aktiv sein können. Genau. Ich staune ja, dass so viele jetzt irgendwie da niederliegen oder Bronchitis haben und Halsschmerzen, weil eigentlich ist das Wetter ja super, trockene Kälte, was will man eigentlich mehr im Winter? Aber irgendwie geht es doch von ist Mann da, zu Mann, ja, Frau zu Frau. Ja. Ist da der Wurm drin. Aber wenn wir die Grippewelle Anfang des Jahres schon überstehen, dann steht uns eigentlich rein sportlich ja nichts mehr im Wege von der Gesundheit her fürs restliche Jahr. In diesem Sinne an alle kranken Sportler gute Besserung. Und an alle fitten Sportler ein erfolgreiches sportliches Wochenende. Bis nächste Woche, sportfrei.